Russische Streitkräfte haben Geländegewinne in der Nähe der Städte Kupjansk, Awdijiwka und Donetsk vermeldet. Ukrainische Truppen wiederum kamen zuletzt im Grenzgebiet der Oblasten Donetsk und Saporischschja voran. In den vergangenen Tagen dauerten die Stellungskämpfe entlang der gesamten Kontaktlinie an. Das hat das Institute for the Study of War mitgeteilt. In einer Rede in Tula, südlich von Moskau, behauptete der russische Staatspräsident Wladimir Putin, 520.000 новых рабочих мест, более полумиллиона рабочих мест. Но это ведь не просто так, люди пришли и зарплату получают, а все работают. Причем работают напряженно, работают в две, а в некоторых местах и в три смены. Das russische Verteidigungsministerium meldete, es bereite die Sicherung der Präsidentschaftswahlen im März vor. Unterdessen hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag Einwände Russlands gegen die Behauptung der Ukraine zurückgewiesen, der russische Staat habe gegen die Völkermordkonvention der Vereinten Nationen verstoßen. Die Klage der Ukraine ist damit teilweise angenommen. Kiew wirft Moskau vor, den Einmarsch in die Ukraine zu Unrecht mit einem Genozid an der russischstämmigen Bevölkerung in der Ostukraine begründet zu haben. Dieser Vorwand verstoße gegen die Konvention. That Ukraine introduced new claims in the memorial.